Servus Leute, heute war ich für euch auf Woods unterwegs und ich habe die drittletzte Lightkeeper-Quest gemacht. Make an Impression, das sind 350 Meter-Kills auf Sniper-Scavs und ja, geht am besten auf Woods, weil der Sniper-Scav da immer in der Mitte spawnt, zu 100% und man ihn da recht locker wegholen kann. Und ja, in der Runde waren auch noch einige PMCs und es war sozusagen ein bisschen Run and Gun oder Run and Quest und die Runde war sehr unterhaltsam, deswegen wollte ich sie euch nicht vorenthalten. Schaut es euch an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ist halt am Anfang. Ich habe CSGO am Anfang gespielt. CSGO war katastrophal am Anfang. Wirklich. Und dann wurde es das beste Komp-Spiel aller Zeiten. Also von daher. So, jetzt hoffen wir mal, dass das. Also, der Sack ist auf jeden Fall da, dass er nicht erschossen wird. Hey, Mighty Max, servus. Hey, Real Sunk. Einen wunderschönen guten Abend. Scav, der da rumeiert, okay. Oh, Sturri ist da. Oh boy. Immer dieses Problemchen, ey, mit dieser Waffe. War das schlecht geschossen? Irgendwie, keine Ahnung, ey. Ich verspray mit der Waffe viel zu viel. Liegt an der Waffe, nicht an mir. Lass mal kurz drüber gesprochen haben. Da ging's jetzt. Mein Gott. Nein, 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 nein. Oh shit. Er ist gerade weggelaufen. Verfluchter Rattenscav. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich habe wieder den Party-Server ausgewählt. Dass die alle bloß Bolt-Actions haben. Ja, ich puste die um, weil die halt beide bloß Bolt-Actions hatten, ne? Keine Full-Auto-Waffen. Das harte Leben eines Streepers. Ey, Volentos, servus.
Ah, wir haben sogar Bridge Exit, okay. Da ist er. Fuck. No. Ich hab ihn schon. Ah. Wir müssen hier noch ein bisschen verweilen, Leute. Es hilft nichts. Ich hab doch nicht mal einen Wecker. Ich hab ein Handy. Gefährlicher Spot? Nee. Nicht bei dem Wetter. Komm zurück, Mann. Kommen noch alle da lang, die hier Outskirts wollen? Ja, aber die rennen doch nicht hier unten. Die würde ich doch vorher hören. Alles gut. Hey. So. Den sieht man auch gerade so gut, er ist richtig nice. Passt. Das war der letzte. Make an impression done. Da doch, hier ist einer. Also, ich hab dich nicht gehört, hä? Huh? Kleiner Schlawiner. Der Sound in Tarkov ist perfekt, da brauchst du dich nicht verstecken. Ah, mit Thermal, nice. Oh boy. Bleiben wir hier unten. Sturm hat auf jeden Fall Bock. Ja, die Rick hätte ich mitnehmen können, aber ist okay. Das hat der Sound funktioniert. Versuch doch nicht so einen Scheiß mit mir. Was hier los ist, what the fuck, ey.
Ja, das ist, weil Sturmmann da ist, ne? Da kommen sie alle. Morpheus, danke für 35 Monate und den Tier 3 Support. Willkommen zur Gnabo-Falle. Servus, wie geht's? Danke, dass du schon so lange hier bist. Weiß ich wirklich zu schätzen. Und Michele, habe die Ehre, wie geht's? Servus. So, auch eine ganz gute Runde hier für Make an Impression. Dafür, dass es die letzte war. Noch schön ein paar Leute mitgenommen. Habe ich jetzt null der Loot? Ah, oh, der Loot ist mir wurscht. Keine Ahnung. Ja, ich habe einen Thermal, aber wen juckt's, ne? Das spiele ich eh nicht. Das geht straight zum Trader. Aber nee, Loot. Würde mich jetzt nicht so stressen, wenn der weg wäre. Ah, hier ist leider zu, ne? Alles bestens, Morpheus. Bei mir auch. So soll es sein, ne? Freut mich so rum. Doppelt hält besser. Alles bestens. Bei mir auch. So, make an impression fertig. Das heißt, wir müssen noch, wir geben die Quest jetzt ab, dann können wir morgen die Quest annehmen, 50 PMC-Kills auf Streets. Und dann, wenn ich die 50 PMC-Kills habe, dann jeden Scav-Boss außer Kaban 15 Mal töten für das neue Predator-Shirt, für das Oberteil von Knight. Und nebenbei noch casual den Tracksuit holen. Das ist der Plan. So, passt. Ah, wisst ihr was? War doch eine gute Runde. Macht mal Hallo YouTube. Gute Woods-Rates sind rar. Machen wir mal Hallo YouTube. Mal sehen. Den hier. Passt. Und einmal schnell durchgerannt. Aber ich hab's sogar diesmal alle gelootet, ne? Die letzte Quest, die ich gemacht habe auf Streets, bin ich einfach bloß durchgerannt. Hab 6 Kills gemacht.